Heute werden Modellbahner Träume wahr. Jetzt gibt's Dinge, auf die hat jeder Eisenbahner gewartet. Vor allem merkt den Fahrer aufpassen, aber auch ihr Zweileiterfahrer, schaltet nicht ab. Denn heute gibt's richtig coole Sachen, die das Modellbahnerleben wirklich einfach machen. Seid auf jeden Fall mit dabei. Gute und Servus Modellbahnfans, ich bin der Schmidtko aus meinem Modelleisenbahn-Chaos. Lange habt ihr mich hier nicht mehr gesehen an dieser Position, denn es gab immer Anlagenbesuche, Messebesuche und so weiter. Heute gibt es aber wieder einiges von meiner Anlage zu sehen. Kein Neubau, das dauert noch ein paar Videos, bis da was kommt oder im nächsten Video sogar schon. Es hat dennoch mit Anlagenbau zu tun. So. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem Anlagenbau weitergeht und mit was es heute zu tun hat, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und auch ein herzliches Hallo an alle bestehenden Abonnenten. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Ja, heute geht es im Grunde schon ein bisschen um Anlagenbau, aber auch um Anlagenausgestaltung. Und es gibt ein Problem, das eigentlich jeden Pickelgleisbahner betrifft. Also jeden Dreileiterbahner, also egal ob das K-Gleis, C-Gleis oder M-Gleis ist. Ich habe jetzt kein M-Gleis da, verzeiht es mir. Ihr wollt einen Bahnübergang machen, der nicht darstellbar ist mit den Fertigbahnübergängen, die es von Faller oder Busch oder sowas gibt oder von Fiesmann. Oder ihr habt einen Hafen oder ein Industriegebiet, ein Containerterminal, wo ihr eine große Fläche habt, entweder gepflastert oder mit Betonplatten oder was auch immer. Und ihr wollt die Gleise schön einbetten. So, da habt ihr folgendes Problem, was die Zweileiterfahrer nicht haben. Aber für die ist halt auch was dabei, also auf jeden Fall dranbleiben. Das Problem ist, wie kriege ich zwischen die Gleise vernünftig einen Bodenbelag gemacht oder irgendeinen eine Überfahrt, Bohlen, Schwellenbohlen, Betonplatten, irgendwas. Ja, da gibt es die Möglichkeit, entweder alles in Gips einzugießen und dann einen Draht drüber zu schweißen, also zu löten, hier einen Draht drüber zu legen und den einzulöten. Muss man aber ein bisschen fingerfertig sein, ist ein Haufen Sauerei mit dem Gips und alles und jede Menge Arbeit vor allem. Und sieht auch irgendwie nicht so schön aus. So, dann könnt ihr natürlich hier so eine, ich jetzt natürlich super vorbereitet, der lange Arm, da bin ich wieder. Dann könnt ihr natürlich hier diese Folien nehmen, diese Straßenfolien, gibt es ja in Asphalt und in Pflasterstein und alles mögliche. Die könnt ihr nehmen, zuschneiden, könnt ihr hier dazwischen kleben, aber ihr wisst selber, erstens mit dem Zuschneiden, gerade in Radien ist es nicht so einfach. Da fransen immer ein bisschen die Ecken aus. Dann müsst ihr euch ja noch was einfallen lassen für die Punktkontakte. Ja, also ihr könnt es zwar mit dem Finger so lange drüber rubbeln, bis sie durchgucken, sieht aber auch doof aus und ihr seid zu niedrig. Die Profilhöhe ist 2,1 mm, meine ich beim C-Gleis oder 2,3. Ja, und die Folie ist dann nur ein paar, also wenn überhaupt, Millimeter dick. Sieht also auch doof aus. So, ihr könnt natürlich sagen, ja, ich habe hinten meinen Containeranschluss oder meinen Gewerbegleis, da fährt die Lokomotive bis hinten gar nicht durch. Ich mache einfach eine plane Fläche drüber. Solange die Wagen da lang rollen können, ist alles gut. Ist richtig. Wenn ihr aber doch irgendwie über einen Bahnübergang oder was fahren wollt, der im Radius 3 ist, Radius 4, oder ihr habt einen Bahnübergang in der Weiche oder an einem Übergang von gerade in eine Kurve, da werdet ihr im Handel nichts finden. Außer ihr kennt mich. Außer ihr schaut Schmidtko Modellbahn. Dann habt ihr natürlich jetzt einen riesen Vorteil, denn heute geht es um 3D-Druckprodukte der Firma Yerkui 3D-Druck. Ist ein bisschen hakelig auszusprechen. ich habe in Anlagenbauvideos über mein Industriegebiet die Produkte schon verwendet und ich habe sehr viel Feedback bekommen in Kommentaren, per E-Mail, bei Instagram, wie ich das denn gemacht habe, dass mein Bahnübergang so einen tollen Gleisübergang hat. Oder wie ich in meinem Industriegebiet hinten die Betonplatten, wie ich da die Zwischenstücke gemacht habe. Die sind ja so akkurat und die sehen so sauber aus. Wie ich die denn angefertigt habe oder wo ich die denn her habe. Heute geht es in diesem Video um die Produkte von Yerkui 3D-Druck. Das gehört dem Jeroen Kuipers. Ich habe seine Produkte online gefunden. Ich habe da gegoogelt, einfach so ein bisschen, habe Bilder gefunden und über die Bilder bin ich dann auf seinen Online-Shop gekommen. Er hat einen eigenen Online-Shop, er hat auch einen Ebay-Shop
Und dann habe ich ihn angeschrieben und habe gesagt, hier, ich finde deine Produkte klasse, schick mir doch mal was zu. Lass uns da mal was zusammen machen. Das hat er jetzt gemacht. Ich weiß auch, er schaut zu. Ruhe Tag, Wiederluin. Schön, dass du zuschaust und danke, dass das geklappt hat mit uns beiden hier. Viel zu viel am heute. Ja, es geht um seine Produkte. Also um Einlegeteile für C-Gleise. Das ist der Hauptgrund, warum ich die Produkte von ihm so toll finde. Es gibt auch Ladegut. Vielleicht auch Ladegut, was man nicht so im Handel findet. Bahnübergänge, vorgefertigte, gibt es für alle möglichen Radien, für alle möglichen Gleissysteme. In N, in H0, in TT. Für jeden was dabei. Und gerade die TT-Fahrer wissen, ihr werdet oft vernachlässigt. Auch für euch gibt es Produkte, Einlegeteile für die Gleise. Für jeden ist wirklich was dabei. H0M, logischerweise dann H0E. Heute kommen wirklich alle auf ihre Kosten, aber ich bin natürlich Dreileiterfahrer, Pickelgleisbahner und für die ist es besonders schwierig. Ihr wisst, wie hart es ist, da vernünftige Übergänge herzukriegen. Und was es für Produkte gibt und was er da alles in petto hat und wie man die anwenden kann und wie man die noch weiter verfeinern kann, ohne großen Aufwand, damit das am Ende wirklich gut aussieht, zeige ich euch heute. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Also, los geht's. So, ihr seht hier mein Industriegebiet. Mein Gewerbe, ja, Industriegebiet kann man schon sagen. Das seht ihr hier. Ein bisschen was ist da auch passiert, das seht ihr in einem der nächsten Videos. Und hier vorne seht ihr meinen selbstgemachten Bahnübergang. So, den habe ich aus Drittschallplatten gemacht. Ganz einfach. Die Drittschallplatten. Die kennt ihr ja, die hier habe ich anthrazitfarben angemalt, natürlich ein bisschen ordentlicher als hier, da braucht man schon mal zwei Durchgänge, dass das deckt. So, die habe ich dann hier hingelegt, also alle Straßen, die ihr hier seht, sind aus Trittschallplatten gemacht, auch die Rampe hier vorne und auch der Bahnübergang. So, was aber nicht aus Trittschallplatten ist, und das versuche ich euch jetzt mal schön drauf zu kriegen. So, ihr seht ja hier den Übergang. Die Füllstücke in den Gleisen. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege, mit meinem dicken Finger euch das schön zu zeigen. Wo ist er denn? Jetzt kommt er bestimmt gleich da. Dicker Finger. So, hier die Ecke hier. Da nehmen wir mal irgendwas anderes zum Zeigen. Das ist ja ziemlich doof so. Da, so. Also hier die Einlegeteile, die ihr hier seht. Da spinnt der Autofokus ein bisschen, verständlich. Die sind von Yerkui 3D-Druck. Ja, die habe ich mir bei ihm bestellt. Und die passen genau in die C-Gleise. Die gibt es nämlich in allen möglichen Radien. Ja, also ich habe jetzt hier R3 liegen, R2 liegen und auch Übergangsbogen R2, also den weichen Gegenbogen. Und was bei mir noch ein bisschen tricky ist, das habe ich hier vorne nämlich zum Beispiel, da ist noch eine Gerade mit drin. Das heißt, es läuft nicht ganz in die Kurve. Hier hinten ist es derselbe Radius, hier vorne wechselt der Radius noch. So. Und die Teile, die sind einfach nur reingelegt. Die könnt ihr natürlich auch festkleben. So sehen die aus. Ich habe die farblich bemalt, also farblich angepasst, dass sie dieselbe Farbe haben wie die Trittschalldämmung. Ich habe einfach, na, Fokus, Fokus, Fokus. Der möchte heute nicht. Schauen wir mal. Jetzt. Dass sie dieselbe Farbe haben wie der Bahnübergang, also wie der Asphalt. Einfach dieselbe Farbe genommen. Dieser Kunststoff nimmt Farbe eigentlich ziemlich gut an. Und er lässt sich auch bemalen. Jetzt ist der Fokus wieder weg. Mit den weißen Straßenmarkierungen. Und dann legt man die einfach hier rein. Und das passt genau in die Punktkontakte. Ihr seht es ja hier. So. Und von der Höhe her ist es auch perfekt. Die Punktkontakte sind super abgedeckt. Ihr seht es ja, die sind perfekt abgedeckt. Wenn man so davor steht, wenn man von oben da drauf schaut, sieht man das fast gar nicht, weil die Punktkontakte ja auch schwarz sind. Und das Beste daran ist, man kann wunderbar noch mit allem möglichen Rollmaterial drüber fahren. Das ist von der Breite her, die Einleger haben genau die Breite, dass sie zwischen die C-Gleise passen oder zwischen die Gleise passen. Die haben genau die Höhe, dass die Punktkontakte gerade noch so viel rausschauen, dass man perfekt drüber fahren kann. Ich habe es mit allen möglichen Wagen probiert. Es hat mit Rocco-Achsen funktioniert, mit Fleischmann-Achsen. Märklin-Loks fahren da drüber, Rocco-Loks, Pico-Loks, alles fährt hier wunderbar drüber, natürlich auch hier hinten. Und es sieht einfach super aus. Man kann die Dinger farblich behandeln, wie die aus der Schachtel kommen.
zeige ich euch. Die gibt es übrigens in Schwarz, Braun und verschiedenen Grautönen, hell und dunkelgrau. Wenn ihr eine andere Farbe wollt, könnt ihr die natürlich auch in dieser Farbe bestellen. So, und wie gut es funktioniert mit dem Drüberfahren, ja, dass ihr mir auch glaubt, was ich euch da erzähle, da lasse ich jetzt einfach mal eine Lokomotive drüberfahren, dass ihr das auch seht. Mein Bahnübergang funktioniert gerade von der Beleuchtung nicht. Ich habe nämlich unten die Kabel nicht sauber verlegt und dann ist ein Zug hängen geblieben und hat die ganzen Kabel rausgerissen. Dumm ist der, der Dummes tut. Naja, also, dann lassen wir gerade mal eine Lokomotive da drüber fahren, dass ihr auch seht, dass das alles funktioniert. Ah, jetzt alle. So. Achtung, sie kommt. Ich fahre relativ langsam, dass ihr auch seht, dass das klappt. Ohne Probleme. So, und wie gut das passt, seht ihr, das Teil bewegt sich keinen Millimeter und es ist nicht festgeklebt. Also das liegt einfach nur lose drin. Ihr seht, ich kann auch langsam drüber fahren. Ohne Probleme. Und allein jetzt schon dieses Bild, was ihr hier seht, ja, dieses Video, diese Aufnahmen quasi, ja, ich zoome mal noch ein bisschen raus. So. Das war ein bisschen zu viel, da sieht man es nicht so schön. Den Winkel ein bisschen verändern. So. Jetzt seht ihr schon, das sieht doch schon richtig toll nach Modellbahn aus. Ja, das hat ja wohl mit Spielbahn schon gar nichts mehr zu tun. Also das ist ja, wie genial das aussieht, wie die Lok über diesen Bahnübergang fährt. Und der hat halt keine Standardgröße, der Bahnübergang. Der ist selbst gebaut. Und die Sachen von Yercoil, das ist einfach die beste Lösung. Die Lok ist recht laut. Fahr sie mal wieder weg. So. Und das ist einfach die beste und einfachste Lösung, wenn man selbstgebaute Bahnübergänge hat. Oder auch gekaufte. Wie oft passt das im Radius nicht? Oder. Und wo es noch toll aussieht, das zeige ich euch jetzt auch noch. So, wir sind gewechselt vom Bahnübergang von der Einfahrt in mein Gewerbegebiet, in mein Industriegebiet, rüber in den Mineralölhandel. Und ihr seht schon, auch hier, da spielen diese Einlegeteile erst richtig ihre Stärke aus. Das ist jetzt Standardlänge 180 mm, also 18 cm. Die bekommt ihr aber auch, wenn ihr möchtet, in anderen Größen, anderen Längen, kürzer, länger. Die lassen sich aber auch prima aneinander legen und die habe ich jetzt farblich noch nicht behandelt. So kommen die, wenn ihr die bestellt, wenn ihr die in dunkelgrau bestellt, haben die genau diesen Farbton. Ich zoome mal ein bisschen rein, dass ihr das seht. Ja, da springt immer ein bisschen das Objektiv hin und her. So. So sieht das aus. Und ich finde, das sieht allemal besser aus als so hingestückelte Papierstreifen oder irgendwelche Folie, die ihr da drüber macht oder ein Draht, der da in der Mitte langläuft. Ja, sonst was. Das kann man nämlich dann so erklären, dass es quasi die Anker von den Betonplatten sind, die da reingelegt wurden. Und ihr könnt mir glauben, der Wagen, die Wagen rollen da perfekt drüber. Ja, also hier vorne ist die Einfahrt aus der Kurve. Hier. Da. Und da lasse ich jetzt mal einen Wagen drüber rollen. Der fällt aus der Kurve direkt auf die Gerade. Und ihr seht, das funktioniert astrein. Der Wagen bleibt nicht hängen. Die Dinger bewegen sich nicht. Kein Millimeter, sind nicht festgeklebt, gar nichts. Das funktioniert einfach, als wäre es schon immer so gewesen. Und auch hier die Übergänge. Wenn ihr die Einlege jetzt natürlich festklebt, dann habt ihr diese Übergänge hier natürlich nicht. Ja, also ihr könnt die natürlich ein bisschen näher aneinander ranschieben. Dann fallen die Übergänge nicht mehr so auf. So. Wenn ihr das festklebt oder wenn ihr das noch farblich behandelt an der Stelle, sieht man das gar nicht mehr. Und ihr seht jetzt auch, ich habe näher rangezoomt. Ja, da ist der Farbunterschied schon gar nicht mehr so groß hier. Wenn jetzt natürlich noch hier mit Bleistift oder mit irgendwas hier die Linien reinmacht, dass es zu den Betonplatten passt, ja, dann fällt das überhaupt nicht mehr auf. So. So sehen die Produkte eingebaut aus. Und wir schauen uns jetzt mal an, was es alles für Produkte gibt, was der Jeroen alles so im Portfolio hat. Nicht vergessen, ich habe es vergessen zu erzählen, aber ihr findet natürlich, ich habe es vorhin eingeblendet, den Link zu seinem Online-Shop findet ihr in der Videobeschreibung.
Und ich versuche auch immer, die passenden Artikel oben einzublenden. Und wir schauen jetzt mal an, was der Jeroen mir geschickt hat, dass ich euch heute zeigen kann, was er so alles anbietet. Und dazu wechseln wir mal die Location. So, ihr Lieben, wir sind an meinem Esstisch. Ich habe genug Platz, habe ich keinen Platz mehr. Puh, so. Und ich habe euch hier schon mal vier Gleise hingelegt. Und zwar K-Gleis Radius 2. Eine K-Gleis-Standardgerade 180 mm. Ein C-Gleis von Trix für alle zwei Leiterfahrer. Und ja, ein bisschen Bröselgleis, ein C-Gleis von Märklin. Kurve Radius 2. Ihr habt ja auf meiner Anlage schon gesehen, was man damit machen kann. Wenn ihr bei Yerkui 3D was bestellt, dann kommt das in einem Brio-Umschlag, in einem gepolsterten. Und wenn es ein bisschen mehr ist, kommt es in einem kleinen Paket. Wenn ihr die Einlegeteile bestellt, dann kommen die in einem gepolsterten Briefumschlag und sehen dann so aus. Die sind jetzt in hellgrau für zwei Leitergleise. Die könnt ihr dann einfach hier rausziehen, dann auf so einem Stückchen Karton. So. Und die sind auch relativ stabil, obwohl sie so dünn sind. Müsst ihr natürlich hier das Klebeband abmachen. So. Damit ihr wisst, wie die ankommen, die Teile. So sieht das Ganze aus. Also ihr seht, die sind auch stabil genug, dass man die einfach da rausreißen kann. So sehen die aus. Das ist jetzt für zwei Leitergleise in H0. Und die Teile haben immer zwei Oberflächen, 3D-Druck bedingt. Einmal hier so eine geriffelte Oberfläche und dann hier oben zum Beispiel hier so eine raue Oberfläche. Das hat schon so eine Beton-Asphaltstruktur und die könnt ihr einfach hier reinlegen. Und ihr seht schon, das passt sich genau zwischen die kleinen Eisen an. Also wenn es liegt, dann liegt es. Natürlich ist es so noch verschiebbar. So, so sieht das Ganze dann aus. Ich guck mal, gerade Kontrolle, ob man das sieht. Genau. Die Teile sind unglaublich flexibel, wie ihr seht. Sehr dünn. Die knicken natürlich auch ab, wenn man sie zu weit biegt, das ist klar. Ja. Aber es ist wirklich hauchdünn und es passt genau über die Gleise. Und damit ihr mir glaubt, dass es nicht nur bei Dreileitergleisen funktioniert, sondern auch bei Zweileitergleisen, habe ich hier einen Zweileiterwagen dabei. Das ist ein Trixwagen. Ja, und ihr seht es ja. Jetzt war ich natürlich mit der Kupplung zu steil vor für Effekt. So. Also auch wenn der Wagen ein bisschen verkantet, das Teil bleibt liegen, da ist genug Spiel. So sieht das Ganze dann aus, wenn ihr jetzt zum Beispiel Füllstücke für die Geraden haben wollt. Perfekte Höhe und ihr seht ja schon, das hat schon so eine Asphaltstruktur. Und die lassen sich farblich behandeln. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt keinen Asphalt haben, ja, dann nehmt ihr einfach einen Bleistift, zum Beispiel hier oder irgendeine Farbe, und dann könnt ihr hier zum Beispiel einfach selbst Kopfsteinpflaster draus machen. Ja. Und durch die Struktur dann automatisch schon den Effekt von Pflasterstein. Dann nehmt ihr natürlich einen Bleistift, der ein bisschen spitzer ist als meiner hier. So. Und jetzt hättet ihr quasi eine grobe Pflastersteinoptik. Das ist natürlich jetzt, ich habe es jetzt mal eben schnell gemacht. Ja, das ist natürlich, ja, was ich damit sagen will, das lässt sich sehr einfach bearbeiten. Der Bleistift, ja, lässt sich zwar leicht wegwischen, aber ihr könnt es ja nochmal versiegeln mit ein bisschen Haarspray zum Beispiel. Und ihr könnt auch mit einer kleinen Feile oder irgendwas Spitzem natürlich hier noch dementsprechend Rillen reinfallen, dass es dann so wird, wie ihr das auch haben möchtet. Ich mache es jetzt noch mal ein bisschen kleinteiliger, das Pflaster, dass das ein bisschen schöner aussieht und nicht so hingeprägelt, so gell. So, und ihr seht schon, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt.
So, dann habt ihr schon eine Pflasteroptik. Und wie gesagt, die gibt es auch in dunkelgrau, die gibt es in hellgrau, die gibt es in braun, die gibt es jetzt auch in schwarz. Das war was sich einige gewünscht hatten und auch ich dem Jeroen gesagt habe, mach die Dinger doch mal in schwarz. Dann sehen die so aus. Das ist jetzt für Radius 2, für das C-Gleis. Das Märklin-C-Gleis und ihr seht schon, das passt genau hier rein. Ja. Der Radius ist perfekt. Da funktioniert alles so, wie es soll. Die Wagen haben keine Probleme, hier vorbeizurollen. Ihr seht, das Teil bleibt immer noch da liegen, wo es liegt. Funktioniert astrein. Ich hatte mit Jeroen gesprochen. Wir haben die Löcher zusammen ein bisschen verändert. Es ist jetzt quasi ein... Mach mal das dahinter, dass man es besser sieht. Die Löcher sind jetzt ein bisschen eher rechteckig als quadratisch, damit es noch ein bisschen besser passt. Damit man noch ein bisschen Spiel hat. Und ihr seht, wie gesagt, ja, ich lege es hier nochmal rein. Und fahre jetzt mit einem Wagen drüber mit zwei Leiterachsen, die ja auch ein bisschen enger sind. Also ihr seht schon, das funktioniert astrein. Und die passt natürlich, guck mal, wie gut die drin liegt, die kriegst du gar nicht raus. So, die passt auch beim K-Gleis. Ist natürlich genau das gleiche. Ihr könnt, natürlich passt sie da nicht mehr. Also das ist eine fürs C-Gleis, das erkennt ihr daran, dass sie jetzt nicht über die Punktkontakte vom K-Gleis passen, weil die einen anderen Abstand haben. Aber auch fürs K-Gleis bietet der Jeroen tolle Produkte an. Zum Beispiel Bahnübergänge. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die richtigen Teile zusammensuche. Vielleicht auch nicht irgendeinen Käse zeigen. Ich habe hier eine ganze Kiste voll schöner Sachen, die mir der Jeroen geschickt hat. Wo er gesagt hat, stell das doch mal vor, das sind echt tolle Produkte. So. Genau. Also. Jetzt haben wir gesprochen über die Einleger für die Gleise. Zweileitergleise, C-Gleise, K-Gleise, M-Gleise. Schaut mal in seinem Shop vorbei. Shop-Link ist in der Videobeschreibung. Einfach unten in der Videobeschreibung schauen. Da findet ihr dann den Link zu seinem Online-Shop und auch zu den Produkten hier. So, sagen wir mal, ihr habt jetzt hier K-Gleise liegen und hättet gerne einen Bahnübergang. So. Vor allem hättet ihr gerne einen Bahnübergang in einer Kurve. So, das ist immer besonders tricky. Und jetzt habe ich hier mal exemplarisch einen Bahnübergang einspurig, also quasi in Feldwegbreite. Wenn ihr sagt, ihr wollt einen Feldweg machen, einen Fußweg, einen Radweg, einen Weg im Wald, da bietet der Jeroen natürlich auch das Passende an. Da kommen dann hier so Rampen, gedruckt im 3D-Druck. Ich hoffe, man sieht es. Und schaut mal hier, die passen genau hier dran. Also da ist kein Spiel, das ist bündig. Ja? Und wie kommen wir jetzt auf die andere Seite? Da gibt es dann hier fürs K-Gleis solche Einleger. Die gibt es natürlich auch in anderen Farben. Ja? Also wir haben es jetzt in hellgrau natürlich jetzt hier genommen, damit man das gut sieht. Auch die Einlegeteile, seht ihr, die sind so gemacht, dass sie nicht großartig verrutschen können. Ihr seht schon, ich lege jetzt hier nochmal das Teil an. Zack. So. Und dann haben wir auch noch ein Gegenstück für den Innenradius. Wo habe ich es hier? Das sieht dann so aus. Das Ganze. So. Das ist alles hier für das K-Gleis. Da haben wir ein paar mehr geschickt, als ich eigentlich brauche. Das sind aber immer so Sets. Also ihr kriegt immer eine Auffahrt und ein Zwischenteil. Jetzt könnt ihr das Ganze aber auch für zweigleisige Bahnübergänge bestellen. Ja, und dann zeige ich euch mal, wie das dann aussieht. Jetzt habt ihr zum Beispiel hier, angenommen, ihr habt genau diese Konstellation auf eurer Anlage. Ihr habt eine Kurve und eine Gerade und wollt da einen Bahnübergang machen. Ja, da lässt euch der Handel im Stich. Da werdet ihr im Handel nichts finden, wie ihr das hier abdecken könnt. Außer ihr kennt Schmidtko-Modellbahn. Wie schon erwähnt, und könnt dann hier die Produkte von Jerkoe 3D bestellen. Und schon haben wir einen Bahnübergang, einspurig, für das Märklin K-Gleis. Und das
für nicht mal viel Geld. Denn die Teile sind überhaupt nicht teuer. Die bietet er natürlich in allen Radien an. Wenn ihr jetzt einen zweigleisigen nehmt, ja, dann ist natürlich der Radius dementsprechend. Also das gibt es eingleisig, zweigleisig, in allen möglichen Breiten, in allen möglichen Längen. Und das gibt es natürlich auch für das C-Gleis. Für Pico-Gleise gibt es das auch, liebe Zweileiterfahrer. Es gibt für das Pico-A-Gleis, es gibt es für das Roccoline-Gleis, für Fleischmann-Gleise. Für jedes Gleis gibt es das. Wenn ein Gleis dabei ist, das ihr auf eurer Anlage habt, in Mengen natürlich, ne, ein Standardgleis, irgendwas von Tillig oder ein H0E-Gleis oder sowas, H0M-Gleis, und ihr hättet das gerne, schreibt dem Jeroen eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr im Shop bei Kontakt. Schreibt ihm eine E-Mail, sagt, ihr habt dieses und dieses Gleis, ihr hättet das gerne passend für euer Gleis, und der Jeroen wird sich bei euch melden, dann spricht er mit euch, und wenn da dementsprechend Bedarf ist, macht er euch das. Also ihr seht, es ist an alles gedacht. Ja. Und für zweigleisige Bahnübergänge zum Beispiel bekommt ihr dann halt hier, ihr kriegt immer so ein Set. Da ist dann die Rampe dabei, die Einlegeteile hier für zwei Gleise, ein Zwischenstück in dem Fall für eine Gerade und die Rampe auf der anderen Seite. Das ist jetzt die zweigleisige Variante. Die eingleisige Variante hat natürlich nur ein Teil da. Ja. Das ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt zwei Kurven habt und braucht dafür ein Füllstück, dann bietet er das auch an. Ihr seht, das ist unten abgerundet, oben abgerundet. Ja, das passt dann natürlich auch in Radien. Also es ist an jeden gedacht. Und die Teile sind einfach genial. Natürlich gibt es das auch als Holzoptik, also in Braun, das gibt es in Schwarz, in Hellgrau, in Dunkelgrau. Es lässt sich farblich nachbearbeiten mit allen möglichen Farben, Kunststoff, ein stabiler Kunststoff. Alle möglichen Farben gehen da, die halt für Kunststoff geeignet sind, die darauf halten. Ihr könnt es dann mit einem matten Klarlack nochmal versiegeln. Und was ich auch besonders gut finde, die Teile gibt es natürlich auch mit Aussparung für die Punktkontakte. Ja? Also ihr kriegt das natürlich, wenn ihr Zweileiterfahrer seid, kriegt ihr das geschlossen. Ja, dann liegt halt hier ein geschlossenes Füllstück drin. Sieht dann so aus. Ihr kriegt das mit den quadratisch ausgeschnittenen Einlegern und mit diesen langen Auslegern. Es gibt auch noch verschiedene andere Varianten, schaut noch mal rein. Und was ich besonders cool finde, das hat halt jetzt auch die Höhe, dass man wunderbar mit einem PKW drüber fahren kann. Ja, und ihr seht schon, das klappt hervorragend. Wenn die Schienen fest sind, klappt es natürlich noch besser. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Ihr wisst, bei Schmidtke Modellbahn, wenn ich hier Produkte empfehle, dann arbeite ich auch wirklich selbst mit denen und bin von denen überzeugt. Das gilt zum Beispiel für die Sachen von Noch, für die Sachen von MBR Modellbau, für die Bäume und alles. Wenn ich was gut finde und vor allem so einen kleinen Serienhersteller, dann zeige ich euch das auch. So, und was er noch hat, ist Ladegut, und zwar ganze außergewöhnliche Ladegutteile, die man nicht überall findet. So, jetzt zeige ich euch mal das Ladegut. Was es bei ihm gibt, was es nicht an jeder Ecke gibt. Also es gibt auch Sachen, die es an jeder Ecke gibt bei ihm. So, jetzt haben wir hier natürlich, nehmen wir uns nochmal schön ein Gleis, machen direkt noch den Einleger mit rein, damit es noch ein bisschen cooler aussieht. Zack, schon haben wir ein schönes Industriegebietsgleis. Das ist jetzt ein Zweileitergleis. So, was ich ein bisschen verbogen habe. Also ihr müsst auch gucken, ne? Wie gesagt, das ist halt Kunststoff. Wenn ihr den zu stark biegt, dann bleibt er auch in der Form. Lässt sich aber ohne Probleme wieder zurückbiegen. Jetzt haben wir hier einen Tricks. Güterwagen, den gibt es auch genauso von Märklin. Was kann man da als Ladegut jetzt drauf machen? Ja, da kann man natürlich jetzt hier so ein Holzgestell drauf machen. Auch aus dem 3D-Druck. Das passt hier genau rein. Gibt es für verschiedene Güterwagen, hauptsächlich für Märklin-Wagen. Er bietet aber auch verschiedene Maße an. Einfach mal im Online-Shop gucken, wie gesagt, Online-Shop in der Videobeschreibung verlinkt. So, und was machen wir da jetzt drauf auf dieses Holzgestell? Wie wäre es mit Kabeltrommeln? Ja, Kabeltrommeln bekommt ihr bei anderen Herstellern auch. Als Bausatz. Oder
farblich noch nicht behandelt. Ihr kriegt die aber auch, wenn ihr wollt, schon mit Kabeln drauf. Ihr bekommt die fertig in der passenden Farbe und das für einen unschlagbaren Preis. Nämlich hier. Seht ihr, wie schön kupfern das glänzt? Kabeltrommeln. Perfekt gedruckt. Auf beiden Seiten die Bretter zu sehen. Farblich schon so, dass es passt. Und wer hätte es gedacht, die passen genau hier auf dieses Gestell. So. So, ihr könnt das sehen. Ich kipp's mal ein bisschen an. Wenn das nichts ist, das ist doch schon mal ein mega Ladegut. Zu einem super Preis bekommt ihr das. Ihr bekommt immer Sets, ihr bekommt es einzeln. Einfach mal schauen. Es gibt verschiedenes Ladegut. Sieht natürlich auch super aus, wenn das hier so ein bisschen neben am Bahnhof liegt. Das passende Transportgestell ist dabei. So. Also Kabeltrommeln kriegt er auch woanders. Aber was er nicht woanders kriegt. Ja. Habt ihr auch schon mal gefragt, wo zum Beispiel eine große Stanzmaschine oder eine Presse oder ein großer Schlaghammer oder irgendwas draufstehen? Auf Maschinenträgern, die zum Einbau erforderlich sind oder für den Transport. Ja, und wie sehen die aus? So. Ich komme ein bisschen näher. Gibt's, also wir haben sie jetzt hier in Kupfer. Ihr seht, es ist auch mehrfarbig gedruckt. Ja? Also ihr habt hier einen grauen Einsatz. Das ist kupferfarben. Es ist richtig fein gearbeitet, also richtig fein gedruckt auch. Ihr seht richtig hier die Kanten. Das ist aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Mit passendem Gestell und der Befestigung. Das sind Maschinenträger, nennt sich das Ganze. Die passen natürlich auch hier drauf. Gibt es in Sets, gibt es einzeln, gibt es mehrere, gibt es in verschiedenen Farben vor allem. Also ihr müsst ihn nicht hier in so einem Kupferton nehmen, weil das natürlich schon sehr nach Industrie aussieht und so ein bisschen angerostet. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, wenn das kein geniales Ladegut ist, dann weiß ich auch nicht. Er bietet noch mehr an. Schaut einfach mal in seinem Shop vorbei. Ich blende es nochmal unten ein und natürlich, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und wir gehen jetzt wieder hinter auf die Anlage und dann zeige ich euch das Ganze nochmal ein bisschen aus einem anderen Winkel. Und wir sehen uns auch gleich nochmal. Also dranbleiben, ganz wichtig. Ja, ihr habt es gesehen, was für tolle Sachen es da gibt. Und das kann dann natürlich so schön bei euch auch aussehen. Bei euch kann das natürlich auch so schön aussehen, so wollte ich das sagen, genau. Und ihr seht ja, die Einleger. Das Schöne ist halt, ihr habt eine schöne geschlossene Fläche. Wenn ich das natürlich jetzt farblich da hinten noch hellgrau anmal, fällt es fast gar nicht mehr auf. Und gerade hier vorne am Bahnübergang. Es ist halt kein Hexenwerk. Ja? Ihr könnt jetzt da rumstückeln mit irgendwelchen Folien, mit Draht irgendwas da drüber löten, alles Mögliche. Ihr könnt es aber auch einfach machen. Stellt euch die Dinger. Und ihr habt so ein schönes Ergebnis. Ganz genau. So, habt ihr die tollen Produkte gesehen? Schaut auf jeden Fall mal in den Online-Shop von Yercoy 3D-Druck rein. Der Jeroen Kulpers, der freut sich auf jeden Fall über das Feedback, wenn ihr ihm schreibt, was ihr denn gerne hättet oder ob ihr es gut findet oder schlecht. Hier unten in die Kommentare, wie gesagt, Jeroen schaut zu und er liest dann auch fleißig mit und wenn da auch Vorschläge kommen, hat er natürlich ein offenes Ohr. Wenn ihr ihm jetzt die Bude einrennt und da alles wegbestellt, habt ein bisschen Nachsehen, er macht das nebenher, das ist nicht sein Hauptberuf, Modellbahnartikel herzustellen. Und wenn jetzt natürlich der Online-Shop ausverkauft ist und er muss nachproduzieren, gebt ihm ein bisschen Zeit. Ansonsten habt ihr, wenn er jetzt bestellt, wenn es verfügbar ist, und ihr bestellt jetzt, binnen einer Woche ist es bei euch. Genau. Und ich würde sagen, die Produkte, also ich will euch hier nichts verkaufen, das ist ganz wichtig. Ich finde einfach die Idee toll, dass sich da jemand mal drum gekümmert hat. Ich frage mich, warum sonst noch keiner drauf kam. Ich finde es preis-leistungstechnisch super und es ist genau ein Produkt, was ich verwende. Ihr habt es ja gesehen, es ist ja nicht so, dass ich hier jetzt was zeige und sage dann, oh, das ist total geil, das müsst ihr kaufen. Nee, die Artikel, die sind wirklich Schmidtco approved. So. Und ich habe davon, also ich kriege da kein Geld für, ich habe davon jetzt nichts. Natürlich stellt mir der Jeroen das ein oder andere Produkt zur Verfügung, dass ich das benutzen kann bei mir. Ist aber nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie einen großen Reibach mitmache oder sonst irgendwas, ne? Ist mir wichtig. Das ist also quasi, ja,
ist keine bezahlte Werbung, weil er hat mir die ja zur Verfügung gestellt eigentlich, aber es ist auch keine unbezahlte Werbung. Es ist einfach nur ein bisschen Werbung. Für jemanden, der sich echt Mühe macht und es verdient hat, dass man bei ihm mal bestellt. Wichtig ist auch, wenn ihr natürlich bei ihm Sachen bestellt und da fleißig einkauft, dann kann er natürlich auch weitermachen. Dann merkt er auch, das Feedback ist da, die Leute finden super. Und dann ist er auch nicht gleich wieder morgen weg vom Fenster, weil er sagt, naja, ich mache mir hier die Mühe und keiner kauft was, ist halt auch dumm. So, haben wir das soweit? Ich freue mich, dass ihr dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr seid bis jetzt dran geblieben. Wie gesagt, ich finde die Produkte wirklich toll. Die sind einfach anzuwenden. Ihr könnt die farblich nachbehandeln. Es gibt es in allen möglichen Varianten. Das ist wirklich nur eine winzige Auswahl von dem, was er anbietet. Es gibt es für 2-Leiter, für 3-Leiter, für N, für TT, für H0. Für alle möglichen Gleissysteme. Pico, Rocco, Fleischmann, Trix C-Gleis, Märklin C-Gleis, K-Gleis, M-Gleis. Alles ist dabei. Schaut einfach mal in seinen Shop. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil immer wieder gefragt wird, ja, wo kriege ich das denn? Obwohl ich es 100-mal erzählt habe. Unten in der Videobeschreibung. Hier unten steht ja der Titel des Videos und da ist ein kleines Ding, da steht drauf mehr oder aufklappen oder was. Und das macht ihr dann auf und dann seht ihr den Link zu seinem Shop. Ich werde es auch in den Kommentaren nochmal anpinnen, wenn das Video dann online gegangen ist. Ihr seht es wahrscheinlich jetzt als Premiere. Also nicht vergessen, nach der Premiere könnt ihr das Video auch noch anschauen. Und da findet ihr auch alle wichtigen Links und Informationen. Wo ihr mich findet, wisst ihr, am 21.04. in Dortmund auf der Intermodellbau. Ich werde da hinfahren. Ich hatte erst gesagt, ich fahre nicht hin, aber ja, ich fahre doch hin. Ansonsten findet ihr mich hier in meinem Modelleisenbahn-Chaos. Ich bin der Schmidtko. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mir gesund, bleibt mir treu. Macht's gut, euer Schmidtko.